herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe PM Tech der Oldtimer Service. Heute widme ich mich mal dem Thema Audi 80 B1, der jetzt zu einem GTV, liebevoll benannt, mutiert ist, der ursprünglich mal ein ganz normaler Audi 80 B1 war aus 1973. Aus, ich sage jetzt einfach mal, die Kategorie Brot- und Butterautos, die früher im Prinzip an jeder Ecke des Verkehrs standen und man sie überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil sie einfach neben Käfer, Golf, Kadetten und Escorts ganz normale Fahrzeuge waren. Mittlerweile, im Jahre 2024, ist es natürlich eine halbe Ewigkeit, ein Fahrzeug zu sehen, gegebenenfalls zu suchen aus dem Zeitfenster 1970 bis 1975. Und darunter fällt natürlich der Audi mit seinem Baujahr 73 auch. Man muss jetzt dazu wissen, das war die Interpretation, die ich bei diesem Fahrzeug gewählt habe. In den 70er Jahren, das fing in den 60er Jahren eigentlich schon an, war der Motorsport eigentlich ja, der betuchten Klasse vorbehalten. Ist eigentlich später auch immer so geblieben. Aber die Leute, die Basisleute, hatten natürlich auch einen extremen Willen und auch Interesse, sich motorsportmäßig irgendwie zu betätigen. Und dann ist es halt sehr oft der Fall gewesen, dass Fahrzeuge vom Montag bis Freitag im ganz normalen Alltag zur Arbeit, was auch immer zu machen war, benutzt wurden und am Wochenende sogenannten Veranstaltungen frönen mussten. Das heißt, irgendwelche Slalomveranstaltungen, irgendwelche Motorsportaktivitäten wurden dann mit diesem Fahrzeug betrieben, was eigentlich von Montag bis Freitag ganz normal seinen Job zu erledigen hatte, wie der Besitzer oder die Besitzerin halt auch. Und da passierte es halt sehr häufig, viele werden es aus den früheren Zeiten noch wissen, dass man sehr, oder was heißt nicht sehr oft, aber öfter Fahrzeuge gesehen hat, fahrend, stehend, wie auch immer, die durch optische Anmutung, Spoiler, für damalige Verhältnisse breite Räder, tieferes Fahrwerk, Sportauspuff und meistens doch deutlich sichtbare Aufkleber irgendwelcher Motorsportclubs, MSC meistens abgekürzt, dann irgendwo stehen sah oder sie halt auch fahren sah. Ich kann mich noch daran erinnern an die alte Zeit, wo ich dann meistens auf der Rücksitzbank bei meinen Eltern im Fahrzeug mitfuhr. Und dann in einem Stau hat man natürlich nicht allzu oft so oft wie heute, es war damals ein bisschen seltener. Aber wenn es denn mal eine stauähnliche Situation gab, konnte man ja aufgrund der fehlenden Kopfstützen relativ weit durch die entsprechenden Fahrzeuge durchgucken. Und ich weiß noch, dass ich einen riesen Spaß daran hatte, wenn in irgendeiner Form in diesen vorderen Fahrzeugen ein Fahrzeug offensichtlich dabei war, was eine diagonalen Strich hatte, was dann dafür stand, dass dieses Fahrzeug entweder einen Überrollbügel oder einen Überrollkäfig haben musste. Und es tauchte ab und zu halt mal auf bei diesen Fahrzeugen, wie ich eben beschrieben habe, die also ein quasi Doppelleben geführt haben. Und dann war man mal ganz aufgeregt auf der Rücksitzbank. Mensch, Papa, du fahr mal vorbei und dies und das und jenes. War man natürlich irgendwie einen Opel Kadett, ein GTE, ein Rallye, ein ach, was weiß ich, Escort, RS 2000, Manta. Ich kann sie alle gar nicht nennen. Vermutet hatte, die dann im Prinzip oder BMW 02 und natürlich auch den ein oder anderen Audi. Das soll man nicht für möglich halten, aber der Audi 80 als GT, später GTE, in dem Fall bei mir nenne ich ihn GTV durch die Vergaseranlage, natürlich der Einstieg in diese ganze Motorsportszenerie war. Das ist eigentlich auch nochmal ein Thema generell einzeln wert. Wenn es den Audi 80 B1 GT, GTE, die sportlichen Versionen, so nicht gegeben hätte, das ist jetzt kein Scherz, das ist wirklich so, dann wäre höchstwahrscheinlich zumindest deutlich später der Golf GTI gekommen.
gibt da ganz tolle Geschichten. Aber wie gesagt, da werde ich mein eigenes Video oder Podcast zu veranstalten, um diese Geschichte wirklich genau mit anderen Geschichten zu erklären. Da gibt es so viele schöne Anekdoten aus den vergangenen Jahren, die man einfach heute gar nicht mehr weiß, weil sie einfach kaum noch überliefert werden. Naja, aber wie gesagt, dieser Audi 80 ist mir bei einem, ich glaube, ich habe ein Getriebe oder irgendwas für meinen Passat gesucht und dann bin ich da hingefahren und stand dieses Auto da. Und dann habe ich mal kurz mit dem Verkäufer, bin ich in die Tiefe gegangen, habe gesagt, was hast du denn mit dem Ding gemacht, was hast du denn mit vor? Es war also ein bisschen merkwürdig, das Auto hatte einen 1,6 Liter Motor mit einer Automatik. Dann hatte der diese wilde Beklebung, hatte er damals schon dran, noch viel, viel extremer, hatte noch einen großen Bieraufkleber auf dem Dach, und wo man einfach sagt, naja, weniger ist manchmal mehr, aber egal. Aber die ganzen Komponenten passten überhaupt gar nicht zusammen. 45er Weber auf einen 1600er Motor, gepaart mit einer Automatik, das ist ungefähr wie ein Goldfisch auf der Stange im Vogelbauer, ne? Also das passte überhaupt nicht. Aber das Auto hatte irgendwie trotz der Stahlfelgen in gefühlten 4x14 oder 4x13. Also es sah grauenvoll aus, die einzelnen Komponenten, aber das, was er eigentlich machen wollte, das, was er veranstalten wollte, faszinierte mich. Fand ich nicht schlecht. Ich fand also auch die einzelnen Dinge, die er dann mehr oder weniger vorgehabt hat, fand ich jetzt nicht schlecht mit den Vergasern. Aber wie gesagt, das Konzept, das nachher durchgeführte Konzept war einfach nicht stimmig mit der Automatik, dem Vergasern. Und das lief natürlich auch überhaupt alles gar nicht und konnte man ja eigentlich erwarten. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hatte mich kurzerhand in das Auto verliebt und gesagt, naja gut, das nimmst du dann irgendwann. Ich dann also nicht mein Getriebe mitgenommen, das passte nicht oder hatte er gar nicht. Und dann sind wir uns mehr oder weniger einig geworden, dass ich dann am nächsten Wochenende das Fahrzeug dann abholen würde. Und dann gab es halt statt Getriebe ein ganzes Auto. So. Und somit war der Startschuss gegeben, das ist, weiß nicht, 1996, 97 sowas gewesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist schon Ewigkeiten her. Und dann hat dieses Fahrzeug tatsächlich viele, viele Jahre erst einmal von Ecke zu Ecke absolviert, weil man nie so richtig wusste, was macht man jetzt damit. Meine Frau, die war relativ unverständlich, hat mich angeguckt wie ein Fahrrad und hat gesagt, um Gottes Willen, was willst du denn damit? Und ich habe dann gekontert, ich weiß es selber noch nicht so genau. Sagte dann natürlich alles. Aber ich habe gesagt, ja, ich konnte ihn jetzt einfach nicht stehen lassen. Es war irgendwie eine coole Kiste, aber halt nicht zu Ende gedacht. Es fehlten halt noch viele Teile, Drehzahl, so Kleinigkeiten. Ne? Also wenn man diese sportliche Optik fährt, dann musste auch ein Drehzahlmesser, der war natürlich nicht dabei. Diese Teile waren damals aber schon zu dieser Zeit fast unbesorgbar. Also da war auch noch die Struktur im Internet. Es gibt jetzt heute, oder es gab es vielleicht auch schon damals, war mir aber nicht bekannt, ein Audi 80 GT und GTE Club und so weiter. Aber diese ganzen spezifischen Teile, um einen sportlichen Audi 80 zu bauen, waren sehr, sehr rar und sind sehr oft in den 70er Jahren einfach gestrandet. Ne? Bei der einen oder anderen Veranstaltung sind natürlich auch ein paar Sachen zu Bruch gegangen und so weiter. Und diese Sachen waren halt nicht hatten nicht so eine Auflage wie jetzt Golf und Kadett oder ähnliche Fahrzeuge. Demzufolge waren diese spezifischen Teile, angefangen von dem Doppelscheinwerfergrill bis über den Drehzahlmesser, über Sportsitze und diese ganzen Dinge, die man natürlich für die Interpretation dieser sportlichen Schiene benötigt, weil sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn, war schon eine Herausforderung. Und wie gesagt, ich hatte das dann so ein bisschen vor mir hergeschoben. In der Prioritätenlage war es nicht ganz weit oben. Aber ich bin immer wieder über dieses Fahrzeug gestolpert und habe also sehr, sehr lange gebraucht, bis wir das dann tatsächlich mal irgendwie tatsächlich mal was umgesetzt haben. Als erstes, weiß ich noch, was getan wurde, war die ganze Technik raus, 1600er Vergaser, Automatikgetriebe raus, und dann kamen 2 Liter rein. Dann ist ein 32B 5-Gang besorgt worden. Das war der erste Schritt. Mit irgendwelchen Vergasern, die ich dann noch hatte, die drauf waren, die tauchten nichts, habe ich dann das erstmal an die Seite gestellt. Bin dann mal die Einfahrt hoch und runter gefahren, fand das ganz witzig und fuhr auch und toll und prima. Ein Kollege hatte mir das so ein bisschen beigeholfen, das zu machen. Hatte aber dann doch einige Denkfehler dabei gemacht. Dann ist das Auto wieder 5, 6, 7 Jahre in die Ecke gewandert. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, was machst du mit dem Fahrzeug? Entweder verkaufst du es jetzt, weil du einfach dann doch den Dreh, den Drive dann nicht viel zu findest, oder du ziehst das jetzt wirklich mal vernünftig durch. Jetzt muss ich dazu sagen, bin ich davon ausgegangen, dass das Fahrzeug in einem wirklich guten Blechzustand wäre. Das Auto hatte keine 70.000 original gelaufen, erste Hand von der
älteren Dame gefahren, also eigentlich prädestiniert für ordentliche Karosserie etc. So. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen, das Auto dann an dem Motor noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann irgendwann wanderte er auf die Bühne. Ja, und dann stellte ich fest, das Auto war gut, aber es war jetzt halt nicht so gut, wie ich es vermutet hatte. Also es war überall, war er so kurz vor Handlungsbedarf. Es waren halt qualitativ richtig schlechte Autos in den 70er Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da war die, so eine Halbwertszeit von so einem Fahrzeug lag bei zwischen 6 und 8 Jahren. Dann standen die Fahrzeuge auf dem Schrottplatz. Das ist unglaublich, ist aber so. Und selbst diese 70.000 Kilometer sind jetzt nicht viel für ein Autoleben. Naja, aber wenn das verteilt war auf 15, 16, 17 Jahre, die Frau damit gefahren, hat das Fahrzeug von der Zeit, von der temporären Zeitspanne her, eigentlich seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Mehr als das. Und somit waren dann doch einige Schweißarbeiten oder Instandsetzungsarbeiten nötig, die ich eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Naja, aber ist alles gut machbar gewesen, die Radläufe sind gemacht worden, Schweller sind noch original, aber so Kleinigkeiten, da was machen, hier was machen. Und in dem Moment, wo wir an den Radläufen dran waren, passte natürlich, dann konnte man auch entsprechend Platz versuchen zu finden für die Radreifenkombination, die von vornherein angedacht war. Sollten also auf jeden Fall, 7, 8, auf jeden Fall BBS RS1, das war sicher, das war sicherste von allen Dingen, die geplant waren. Und es sind nachher sogar 8,5 rundum geworden, mit verschiedenen Einpresstiefen, mit der verschiedensten Anordnung der Sterne, einmal zwischengeschraubt, einmal durchgeschoben von hinten. Somit konnte man halt gleichmäßige Breite erzielen, das heißt, der Reifen zieht sich gleichmäßig auf der breiten Felge. Aber man hat halt diesen optischen Effekt, als wenn es quasi 8 und 9 wären, ne? Dass man sagt, vorne ein bisschen weniger Bett, hinten ein bisschen mehr. Es sind halt vorne, als Beispiel sind es halt 6 Zoll Innenbetten, ist auch auf dem einen Bild ersichtlich, wo wir das Fahrwerk angepasst haben. Das Gewindefahrwerk, da ist in der Innenschüssel ein Stern zu sehen. Das ist halt der 6 Zoll Schüssel von vorne, um wirklich bis ganz an das Federbein heranzugehen, um einfach diese 8,5 mal 15 hinzubekommen. Aber nur mit einem 2-Zoll-Bit, weil man 2,5 Zoll nach außen auch gar nicht hinbekommen hätte. Also so ein Audi hat einfach sehr wenig Platz in den Radkästen, soll man nicht für möglich halten, ist aber so. Ist halt ein sehr zierliches Auto. Es ist einfach ein Auto, was ein Kampfgewicht von irgendwo 750, 800 Kilo hat. Das hat heute einen Roller, ne? Also umgerechnet. Also die Fahrzeugwerte der Gewichte haben sich ja vervielfacht im Laufe der ganzen Jahre.